In der Welt von One Piece ist Blackbeard ein Charakter, der nur so vor Geheimnisse strotzt. Er hat ein D im Namen, er kann zwei Teufelsfrüchte benutzen und im Allgemeinen hat er den Willen von Sebek geerbt. Aber wieso? Was bindet Blackbeard so sehr an Rocksteady Sebek? Das alles und mehr nach dem Intro. Okay Leute, heute reden wir über eine sehr krasse Rocksteady Sebek bzw. Blackbeard Theorie. Hier geht es nämlich darum, dass Blackbeard vermutlich der Sohn von Sebek sein kann. Hier gibt es sehr, sehr viele Hinweise, was diesen Fall bestätigen könnte. Bevor es aber losgeht, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ihr supportet mich dann auf dem Weg. Wir stehen wirklich kurz vor den 100.000. Deswegen, falls ihr noch kein Abonnent seid und ihr stets auf dem aktuellsten Stand, neueste News, neueste Spoiler etc. immer haben möchtet, so lasst doch gerne ein Abo da. Und für die Leute, die mir auf Insta-Follow, Ehrenfollower, ja, vielen Dank für euren Support, da bin ich ja jetzt ein bisschen aktiver, deswegen, wer da auch noch nicht vorbeigeschaut hat, kann das auch gerne tun. Okay Leute, ich denke, einigen von euch wird die Theorie, dass Shanks der Sohn von Sebek sein könnte, was sagen, diese Theorie gibt es schon länger und das Ganze ist natürlich auch durch gewisse Zahlen, durch ein Alter etc. ist das Ganze möglich, aber ich will den Spieß mal ein bisschen umdrehen, nämlich will ich das Ganze jetzt mal auf Blackbeard anwenden und wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch jetzt. Wie wir alle bisher wissen, hat Blackbeard offensichtlich, also wirklich offensichtlicher geht's gar nicht, Rocksteady Sebek als Vorbild. Nur wieso oder woher, das ist die Frage. Nämlich als Sebek starb, war Blackbeard 2 Jahre alt. Ja, Sebek wurde fast in der Zeit vergessen. Wer konnte Blackbeard über Sebek informieren? Und hier gibt es wirklich nur eine einzige Person, die das konnte, nämlich war das Whitebeard. Ja genau, Whitebeard, er war nämlich bei den Rocks Piraten und kannte sowohl Roger als auch Sebek ziemlich gut und ebenso ihre Ideologien und wie sie Dinge gesehen haben beziehungsweise welches Motto sie in ihrem Leben verfolgt hat. Als Roger sein letztes Treffen mit Whitebeard hatte, erzählte Roger Whitebeard von dem D und dessen Bedeutung, der Wille des D, was dahinter steht, das was im verlorenen Jahrhundert vermutlich auch passiert ist etc. Also die pure Geschichte der verlorenen Jahre, der Jahrhundertlehre und des Königreiches etc. Und Whitebeard meinte ebenso dann in dieser Diskussion mit Roger, dass er ebenso jemand hätte, der ein besonderes D im Namen hätte und hiermit war Blackbeard gemeint. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Whitebeard hingegangen ist und Blackbeard damals Teach alles erzählt hat, ja. Teach war, seitdem er 16 Jahre alt ist, in der Crew von Whitebeard. Also das Vertrauen zwischen den beiden, das war zu 100% da. Damals gehörte Blackbeard bzw. Teach zu 100% zur Family dort und das ist etwas, was ganz wichtig ist, was man jetzt nicht so ein bisschen vertauschen darf, da Blackbeard ihn ja jetzt verraten hatte. Wie dem auch sei, in One Piece ist es auch offensichtlich, dass Blackbeard den Willen von Rocksteady Sebek geerbt hat. Und nun stellt euch einfach mal vor, Blackbeard wusste, dass Sebek sein Vater ist, dann würde dies ebenso auch Sinn ergeben, dass er halt den Willen von Sebek geerbt hat, denn es gibt einfach zu viele Parallelen zwischen Blackbeard und Rocksteady Sebek. Ich meine, auf der einen Seite, und das haben wir eben schon erwähnt, wieso sollte Blackbeard Sebek als Vorbild haben? Dann natürlich auch das Schiff oder die Flotte von Blackbeard. Diese hat nämlich den Namen oder trägt den Namen Saber of Sebek, ja, also Schwert von Sebek, ja, bis dato, wo wir Rocksteady Sebek namentlich noch gar nicht gehört hatten oder erwähnt bekommen haben, war dieser Name einfach okay, also der Name, der existierte einfach, aber das war von Oda natürlich geplant. Und natürlich gibt es jetzt neben dem Schiff auch noch das Hauptquartier von Blackbeard, was damals ebenso das Hauptquartier der Rocks-Piraten gewesen ist, nämlich Beehive, ja. Und die Frage ist, wenn Blackbeard damals, als Sebek gestorben ist, nur 2 Jahre alt gewesen ist, woher kann er das gewusst haben? Woher hat er diese Informationen? Und es ist wirklich halt nur diese eine Möglichkeit, dass Whitebeard es ihm erzählt hat, weil er ihm als Sohn vertraut hatte damals. Nun, die andere Situation ist natürlich, Blackbeard will Piratenkönig werden. Rocksteady Sebek wollte damals König der Welt werden, aber ob das jetzt so ein großer Unterschied gewesen wäre, ja, ob jetzt Sebek wirklich im Summer werden wollte oder nicht, ja, das ist natürlich eine andere Frage, aber ich denke von dem Piratenkönig Dasein oder generell von diesem König werden, das ist hier ebenfalls so ein bisschen ein und dasselbe, finde ich persönlich. Dann ist Blackbeard laut der FPS zu Band 82 enorm in Geschichte interessiert, ja, und hier ist natürlich die
die einzige Möglichkeit, ja, die Geschichte der Dies, ja, das verlorene Jahrhundert, das verlorene Königreich, ja, generell Sebeks Geschichte, die Geschichte der Weltregierung, der Tenryubite und. An diese Dinge ist Blackbeard interessiert, weil das ist halt die Geschichte in der Welt von One Piece, so wie in unserer Welt die Nazi-Zeit oder die Französische Revolution oder weiß ich nicht was für ganz große Ereignisse. Das ist da die Geschichte von uns quasi, und in der One Piece-Welt ist es halt das mit der Weltregierung, die Jahrhundertlehre und. Und daran ist Blackbeard vermutlich interessiert, und Oda hat hier ebenfalls noch bestätigt, dass Blackbeard in der wahren Welt ein Archäologe wäre, ja. Wäre sehr krass und sehr verwunderlich, wenn Blackbeard auf wundersame Weise Poneglyphe lesen könnte, aber ich denke, das ist nicht der Fall. Dafür wird Blackbeard irgendeinen Plan hegen, um halt nach One Piece oder nach Raftel zu kommen im Allgemeinen. Dann natürlich auch nochmal hier eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist, nämlich sein Lachen, ja, sein Lachen oder das Lachen von Blackbeard beginnt ja mit Z, ja, also dieses Sehaha, ja, also dieses Lachen, das erinnert halt einfach an die Aussprache von Sebek, ja, also ist das eine Anlehnung? Kann sein, muss aber nicht sein. Ja, also das ist so eine Sache, die wollte ich auf jeden Fall nochmal hier erwähnt haben. Wir wissen, dass Blackbeard ein Weise war, ja, und Whitebeard ihn im Alter von 16 Jahren aufgenommen hat. Ja, nehmen wir mal an, Whitebeard kannte Blackbeard als Sohn von Sebek, und nun, da Whitebeard auch mal ein Weise gewesen war, hat er natürlich vollstes Mitgefühl und nahm Blackbeard in seine Crew auf. Soweit war das auch eigentlich bestätigt, dass er ganz genau weiß, wie Blackbeard sich fühlt als Weise, und er ihn aufgrund dessen mitgenommen hat, ja. Was aber, wenn auch dazu addieren, Whitebeard die Schuld auf sich nahm. Immerhin konnte Whitebeard beim God Valley Vorfall Sebek, also seinen Captain, nicht verteidigen, ja. Das ist ja immer so eine Sache bei manchen Crews, wenn die ihren Captain nicht verteidigen können, dann verlieren die ja jegliche Grundlage in der Crew, ja. Ich meine, Big Mom, Kaido, Whitebeard und wahrscheinlich noch andere, wie zum Beispiel Shiki und so, die haben ja alle überlebt, ja. Sebek jedenfalls nicht. Natürlich ist hier nochmal genau die Frage, warum hat Sebek nicht überlebt, ja? Ist er mit der Insel absichtlich untergegangen, ja? Ein Captain, der mit seinem Traum untergeht oder sowas in der Art, ist natürlich eine andere Frage, vielleicht werden wir da in Zukunft nochmal ein bisschen schlauer, aber vielleicht hat ja Whitebeard dann aus Schuldgründen Blackbeard mitgenommen, ja? Kennt Whitebeard die Identität oder die wahre Identität von Blackbeard? Heißt Blackbeard gar nicht Marshall D. Teacher oder trägt seine Mutter den Namen Marshall D., ja, und wäre der eigentliche originale Name von Blackbeard Rocks D. Teacher? Ist das vielleicht der wahre Name? Ja, so eine Situation hatten wir schon mal bei Acer. Wir kennen ihn ja als Podcast D. Ace, aber er hätte genauso gut Gold D. Ace heißen können, ja? Das hat man ja natürlich damals gemacht, um natürlich die Verbindung zu Roger zu kappen. Und vielleicht hat man dasselbe hier mit Blackbeard gemacht. Und hier gibt es natürlich auch sehr interessante Parallelen zu Ace vor allen Dingen. Da komme ich aber zum Schluss drauf zu sprechen, ja. Nämlich, hier ist auch die Frage, war Rocks vorheriger Nutzer der Finsterfrucht, ja? Immerhin war Sebek so stark, dass sich Roger und Garp zusammentun mussten, und selbst dann war es ziemlich schwierig, diesen Charakter zu erledigen. Das würde auch die unheimliche Furcht vor Sebek begründen, da er wohl die stärkste Logia besaß, wie Blackbeard heute. Sebek war, genau wie Blackbeard, interessiert und fasziniert von der Geschichte. Wir haben auch bestätigt bekommen, dass Sebek in dunkle Geheimnisse der One Piece Welt eingeweiht war. Naja, dieser eine Punkt, den ich eben erwähnt hatte mit dieser Parallele und das gleichzeitig auch irgendwo so eine Ironie des Schicksals ist, ja, Blackbeards Beteiligung an Ace Tod wäre äußerst bedeutungsvoll, wenn Rock sein Vater gewesen wäre oder ist, ja. Dies würde nämlich bedeuten, dass er sich für den Tod seines Vaters rächte, indem er Ace, also Rogers Sohn, besiegte. Eine Niederlage, die halt zu dem Tod von Ace führte. Dasselbe auch mit Whitebeard als anderer Vater, jetzt in Anführungsstrichen, von Ace. Ace hat ja Whitebeard als Vater angesehen, ja. Nämlich Blackbeard war derjenige, der dann dementsprechend auch den Vater von Ace getötet hat, schlussendlich. Natürlich hat er ihn nicht ganz besiegt, er hat ihm einfach nur diesen letzten Punkt gegeben, dass halt Whitebeard in der Regel halt schlussendlich stirbt, ja. Aber
Blackbeard möchte halt in dem Falle das Erbe seines Vaters fortsetzen, denn wie diese Ironie sagt, ja, Roger und Garb haben Roxy Zabek, also den Vater von Blackbeard, erledigt. Blackbeard ist hingegangen und hat quasi den Sohn von Roger mehr oder weniger erledigt und hat halt vor, den Enkelsohn dementsprechend von Garb, also Ruffy, zu erledigen. Diese Ironie des Schicksals oder dieses Schicksal im Allgemeinen, was halt irgendwann ineinander greift, das ist halt einfach sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut durchdacht, finde ich persönlich. Und Whitebeard als jemand, der halt wirklich Schuldgefühle hat, er nimmt Blackbeard auf, ja, erzählt ihm die Geschichte in der Hoffnung, dass Blackbeard halt diesen richtigen Weg findet. Und ich persönlich muss halt einfach sagen, es wäre nice, wenn Blackbeard versucht oder wirklich dieses Erbe von Roxy Zabek angenommen hat und wirklich versucht, diesen Traum zu verwirklichen. Das hat er ja vor und er ist auf dem besten Weg. Immerhin ist er Kaiser. Er ist dann vielleicht sogar die wahre zweite Generation von Rocks, nicht Kaido und Big Mom, so wie man es gerade annimmt, ja. Was Blackbeard schlussendlich ausmacht, er arbeitet auf die gleiche Weise wie Roxy Zabek. Er benutzt Behief als Hauptquartier und sein Schiff hat den Namen Schwert von Zabek und es ist sowas von klar, dass er den Willen von ihm geerbt hat. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er wirklich der Sohn ist und der wahre Name von Blackbeard Roxy Teach heißen würde. Was wäre das auch für ein nicer Plot-Twist, finde ich persönlich. Er hat die Yami Nomi zu sich genommen. Er will Piratenkönig werden. Das Ganze ist halt etwas, was halt einfach sehr interessant wird. Und gerade auch diese Aussage von Whitebeard, dass Roger nicht auf Blackbeard mehr oder weniger wartet, sondern dass jemand anderes dort dran ist. Und ich denke, das ist auch nochmal unterschwellig so eine Message gewesen, auch die an Zabek gerichtet war, beziehungsweise an den Willen von Zabek. So, meine Freunde, was haltet ihr von dieser Theorie? Sagt er, die kann gut möglich sein oder sagt er, nee, er glaubt er nicht so dran. Ich persönlich finde die sehr interessant, deswegen interessiert mich eure Meinung umso mehr, deswegen haut eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr das Video nice fandet, würde ich mich natürlich auch sehr gerne über ein Däumchen freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ich euch überzeugen konnte, ja, wäre es sehr nice, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Wie bereits gesagt, wir stehen kurz vor den 100.000 und Ehre geht natürlich an diejenigen raus, die mich auf Instagram supporten. Ich wünsche euch einen neuen spannenden Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao und tschüss.